Okay, mysteriöses Ali. Ich dachte mir mal, Donald Trump wird bald vereidigt. Wir haben Donald Trump schon das eine oder andere Mal erwähnt, Und da aber kommt noch ich was. muss noch mal was bringen. Denkst du, Donald Trump ist ein echter Mensch oder? Ja? Bist du sicher? Wer sieht das anders? Okay, kurze Anekdote, als ich in Australien wieder, also eine Australien-Anekdote. Wir haben dann einen Typen kennengelernt, der hat sich selbst umbenannt in den Namen Mr. Rainbow Sugarman irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Stand da Also, auf seinem Ausweis. ja, ohne Scheiß. Der hat den Ausweis gehabt. Er war auch Amerikaner, glaube ich. Kalifornier war das. Und diesen Ausweis. Und dann hat er uns eine Geschichte erzählen wollen. Also, wir waren in einem Hostel und wir haben so einen Kreis gebildet und er war auch schon mega der Hippie, ne? Und dann hat er voll ernst eine Geschichte erzählt. Und zwar, dass Reptiloiden unter uns weilen. Kennst du Reptiloiden? Du meinst wie bei Man in Black Shit? Ein bisschen kann man sagen. Ja, genau. Reptiloiden sind Wesen. Ich lese mal vor. Hässliche Wesen, aussehend wie Alligatoren auf zwei Beinen, die circa 1,80 bis 2,40 Meter groß werden können und mit einem aufrechten Gang sowie mit menschenähnlichen Gesichtern daherkommen. Okay? Das sind also Reptilien. So, Da hat ein das. Mensch Sex mit einem. Nein, 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 das sind einfach andere Wesen aus dem All. Also Ah, es gibt eine Religion dafür, okay? okay. Diese Religion, die auch an Reptiloiden glaubt. Ich habe den Namen nicht mal drauf von der Religion, leider. Gibt es auch nicht wirklich, glaube ich. Aber auf jeden Fall, diese Religion, die auch in diese Sekte, kann man sagen, die daran glaubt, die teilen das Leben in verschiedene Dimensionen ein. Also Dimension 1 ist zum Beispiel die Wesenheit des Steins. Also ein Stein einfach, also irgendwas. Dimension 2 ist ein Tier, also es lebt zwar schon, aber kann nicht wirklich denken, so wie wir. Wir sind Dimension 3. Dimension 4 ist ein Reptiloid, Die also noch, schlauer sind. noch genau, schlauer, intelligenter. Und es geht bis 7. Okay. Wie war das nochmal? Wenn du sieben, die Stufe 7 erreichst, hast du sozusagen den Sinn des Lebens verstanden. Okay. Dann bist du so aufgestiegen, total krass. Ja, auf jeden Fall, Reptiloiden. Unterstellt man, dass sie die Macht haben, menschenähnliche Wesen zu erstellen, Ja. zu züchten. Sehr intelligente Menschen also. Unter anderem wirft man George Bush das vor, Hillary Clinton, Angela Merkel, Gerhard Schröder, Ja. also Donald Trump, den großen Politikern dieser Welt. Und das sind Menschen ohne Empathie wirklich. Also diese Grauen nennt man diese Mischwesen, die hergestellt werden von Reptiloiden. Und diese Grauen und die Reptiloiden streben eine NWO an, eine New World Order. Ernsthaft, ist so. Okay. Die wollen dafür sorgen, dass alle auf ihrem Level spielen und alle unter ihnen werden gequält und Ja. vernichtet. Das sind die Ja. Tiere und Menschen und so weiter. Davon gibt es auch ein passendes Zitat von David Rockefeller, US-Bankier und Politiker. Wir stehen am Rande einer weltweiten Umbildung. Alles, was wir brauchen, ist die richtige, allumfassende Krise und die Nationen werden in die neue Weltordnung einwilligen. Das ist ein Zitat, das ein Grauen, also ein Reptiloiden, was auch immer, Schrägstrich, Ja. kennzeichnet. Also auch David Rockefeller ist einer. Es gibt wohl Hinweise, die das zeigen. Und bei Hillary Clinton zum Beispiel, wenn du ihre Videos schaust, es gibt so Das Videos, ist komisch. wo ihre Augen leuchten auf einmal, so ganz Ja, komisch. Das kannst du auch, wenn ein Reptiloide, so ein Grauer gefilmt wird. Laut dieser Sekte, aber also. sind es ist dann Hillary gezüchtet von der Ja, ist ein Reptilie? Grauer. Okay. Und Trump ist auch einer davon. Also die meisten Den glaube Politiker. ich, weil er orange ist. Auf jeden Fall wollte ich nochmal kurz diese Sekte näher bringen, die wirklich glauben, dass Reptiloiden die Welt regieren, in der wir leben. Und ja, das ist für mich ziemlicher crazy Shit, den ich da mir mal durchgelesen habe. Ja, das ist krass. Es ist wirklich eine ganze Sekte und Religion, die da Ja, ich wirklich denke auch manchmal richtig. so, es sind so Sachen hier, Sekten, die Gläubigen an sowas glauben. Dann denke ich, ja, Bullshit kann man sagen, aber was ist, wenn es wirklich ist? Ja, aber So. es könnte vieles sein. Ja. Im Erdinneren könnte auch irgendwie, keine Ahnung, ein Zirkuszelt stehen und Ja. Elvis mit Michael Jackson Stell dir vögeln, vor, es ist keine Ahnung. einfach krass. Ja, aber das ist halt so, ja, das ist so, aber trotzdem, wie viel musst du rauchen, ey? Vor allem der Typ, der mir das erzählt hat damals, dieser Rainbow Sunshine Ja. irgendwas, der hat das komplett ernst gemeint. Der hat das nicht lustig gefunden. Hier bei, wie heißt das? Die Geld wollen, die Sekte. Scientology. Ja, die denken auch an so krasse Götter und Aber so ich glaube, weiter. die glauben da, ich glaube, der Typ hat eher aufs Geld abgesehen.
Ja, aber so. Die arbeiten genau mit Geld und so weiter. Ja. Aber die glauben auch, das ist auch so mit hier, wir wurden hergeschickt und... Ja. Auch verschiedene Dimensionen, also ja, verschiedene Level, die du erreichen kannst. Es gibt einen Gott, dass man nicht sagen soll, weil er uns schlecht ist und so weiter. Krass. Das ist auf jeden Fall verrückter Shit, finde ich. Ich habe was anderes, ich habe was... Hoffentlich. Welche Story wäre langweilig nochmal? Mysteriöse Flugobjekte, sozusagen. UFOs. Aber es wird nicht UFO gesagt, sondern es ist ein mysteriöses Flugobjekt. Unidentified. Egal, die chilenische Regierung veröffentlicht nach 2 Jahren die rätselhaften Dinger, was sie aufgenommen haben per Helikopter. Okay, welche Aufnahmen, hä? Das sind so Aufnahmen von irgendeinem Flugobjekt, es ist in 1000 noch was Meter Höhe. Okay. In 1370 Metern. Und es wurden von Navy-Offiziere in Chile aufgenommen. Und es zeigt, das ist so ein flache Oberfläche. Sie beschreiben eigentlich fast ein Flugzeug, aber die sagen, es war nicht auf dem Radar. Die Offiziere waren sehr ausgebildet, sonst würden sie sagen, was es sein könnte. Ja. Und die haben halt 2 Jahre dafür gesucht, selber schon zu forschen, was es sein könnte. Okay. Und die haben gesagt, wir haben keine Ahnung, wir veröffentlichen es mal. Und dann, die haben halt so ähnlich gesagt. Was machst du? Okay. Okay, vorne muss man machen. Dann haben die sowas gesagt, das ist eigentlich, die Navy-Offiziere waren ausgebildet, waren im Heli, haben es aufgenommen, es war nicht auf dem Radar und es soll richtig mysteriös sein, die Scheiße. Was glaubst du, was es war? Ein Flugzeug, was... Ist doch einfach. Man kann doch ausschalten. Ah, Tarnmodus-Knopf. Oh, da sind wir weg vom Radar. Und die haben halt gesagt, wir wissen nicht, was es ist, aber wir können sagen, was es nicht ist. Warte. Kein Flugzeug oder was? Wir wissen nicht, was es ist, aber wir können sagen, was es nicht ist. Ja, was ist es nicht? Also kein Flugzeug oder What? Kein Ding. Eine Menge Spekulations. Ja, die Chilenen halt. Die wollen auch noch Aufmerksamkeit. Entweder machen sie so, entweder. Ich denke manchmal diese Geschichten, was im Nachrichten sind, ob es erfunden ist. Ja, aber. Und dann sagen sie dies und das. Aber die Aufnahmen gibt es, kann man online anschauen oder ich kann es einblenden. Ja, bitte blend mal ein. Ich kann es auch einblenden ohne deine Hilfe. Nee, ich will es aber so machen. Ich mach's ganz gut. Ja, verrückt, ey. Ich weiß nicht immer, was man davon halten soll. Ich meine, du kannst es ja mit heutigen Technik irgendwie schon nachverfolgen, oder nicht? Ich finde es auch mal bescheuert, wenn ein Flugzeug verschwindet. Wie kann ein Flugzeug verschwinden heutzutage? Ja. Und wenn auch so eine Aufnahme, wenn du eine Aufnahme davon kriegst, ist es meistens voll verschwommen oder sowas, aber wieso kriegst du keine richtige Aufnahme hin? Das sind halt die abgestürzt sind, die Flugzeuge, die meistens verschwinden. Ja, es gibt tausend Wege. Ja, aber glaubst du an UFOs und so? Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es das vielleicht nicht. Also ich glaube jetzt nicht da. Ich glaube, du musst ein Erlebnis mal selber gehabt haben. Ja. Ich zum Beispiel bin der festen Überzeugung, dass ich mit 12 oder so eine Hexe gesehen habe. Ohne Scheiß, ich habe dieses Bild im Kopf. Ich hatte so ein schräges Fenster. Yeah. Also Dachschräge und dann war ein Fenster drin. Yeah. Ich wache irgendwie so auf, voll verpeilt, es war mitten in der Nacht. Ich gucke so raus und sehe den Mond. Dann sehe ich so eine Hexe fliegen auf ihrem Besen. Ach so, nicht direkt Gesicht. Nee, aber so auf dem Besen. Ah, okay. Und dann fliegt sie so ein bisschen weiter am Himmel vor. Und ich habe dieses... Hast du auch gehört? Ja, also die muss schon ziemlich laut gewesen sein, wenn ich das gehört habe in meinem Zimmer. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass ich da eine Hexe gesehen habe, Alter. Es war ein Traum, ja, wahrscheinlich. Aber ich habe dieses Bild vor dem Kopf, dass ich wirklich eine Hexe gesehen habe. Also muss es auch UFOs geben. Okay. Ich hatte noch nie so Erfahrung. Ich höre halt manchmal Stimmen und so. Okay. Das ist jetzt schon wieder gruselig. Aber ich glaube an sowas nicht. Das ist richtig gruselig. Also wenn ich Stimmen höre, dann Stimmen habe ich nicht gehört. Aber keine Ahnung, wenn man nachts unterwegs im Wald ist, dann hört man auch so. Wieso bist du nachts unterwegs im Wald alleine? Alle, wenn man feiern geht und da... Bist du im Wald auf einmal? Nein, und dann muss man am Waldrand laufen. Wo? In Offenburg. Okay, ja, Offenburg, wer geht da auch feiern? Okay, das war wirklich mysteriös, Offenburg zu feiern. Habt ein schönes Wochenende, Leute. Peace out, A-Town. Bis nächste Woche. Tüdelü, Kleiner. Pixar. Was hast du jetzt gesagt? Hä? Achso, das hat eingeblendet.